Und jetzt geht's ja weiter, die Fremden. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Was heftig ist, sie kennt ja gar nicht die Krankheit von dem Kleinen und kann ihm gar nicht helfen. Hugo? Ah, der Arme, ey. Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Oh, ist ja traurig. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Heftig. 4 Jahre lang war der Kleine isoliert mit seiner Mutter. Was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Aber wie kann man dem Kleinen das erklären, ey? Boah, ist ja richtig, eigentlich im Grunde genommen eine richtig harte Geschichte. Auch wenn es, sag ich mal, so nett und niedlich aussieht und eine geile Atmosphäre hat, aber... Die sind ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Okay, dann gucken wir mal ein bisschen weiter rechts. Oh, Äpfel! Hugo, jetzt nicht! Aber... Nicht anfassen, die sind alle verdorben. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Naja, ich meine, der Kleine ist gelaufen, ins Wasser gefallen. Gefroren. Auch. Und da läuft, läuft. Eine Menge Leute sein. Na klar, dass der Hunger hat. Verzeihung! Bitte wartet doch, Madame! Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Verzeiht, ich bin die Tochter von Seigneur Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Oh, voll gemein. Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der Deruhn wurde angegriffen. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Wir sind nass und hungrig. Was ist denn hier nur los? Okay, dann probieren wir es hier mal. Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe. Hey, es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Können doch nicht alle so verschlossen sein, ey. Mal gucken, vielleicht gibt es ja hier eine Kirche oder so, die uns aufnimmt. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Aber vor wem? Ja, oh, sieht auch geil aus, die Statue. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Ach, das sind die Pestkranken. Nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Heftig. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Ich glaube ja, die verbrennen die Toten, oder? Mein Gott. Ah, die haben eine Hexe verbrannt. Boah, das sieht hier übel aus. Ihr, ich flehe euch an. Holt Hilfe. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, wartet. Wir suchen... Oh, nicht schon wieder laufen. Ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad Malfort gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon!
los, Amicia. Das ist ja nicht normal. Warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Ja, nur am Laufen und am Fliehen. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Nur warten, warte. Dann schnapp ich sie mir. Kann ich den irgendwie einen Stein am Kopf werfen? Nee, schade. Ah, okay. Was soll dieser Lärm? Ich hoffe, ich konnte ihn ablenken. Wenn er da hingeht, dann könnten wir vielleicht die Treppen hoch. Komm. Alter, das ist so eine Atmosphäre. Heieiei. Fast geschafft. Nichts. Dem haben wir es gezeigt. Was ist das? Da seid ihr ja. Ah, nicht da lang. Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst. Ja, ich... Da! Die Mauer! Sie kommen! Schnell, schnell! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Na, irgendwie ist gut. Aber wie? Steine haben wir genug. Oh. Kriegen wir das irgendwie? Da oben ist dein Fenster. Da müssten wir hochklettern können. Ja, okay. Das ist ja geil gemacht. So, zurück. Ja, komm, 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 komm. Jo. Gut, jetzt können wir raufklettern. So. Wir klettern da hoch. Na gut, kein Mucks. Oh mein Gott, dass ihr den Kleinen jetzt immer hochhebt. So. Jetzt ist die Frage. Steine habe ich schon genug. Wo kommen wir da jetzt oder wie kommen wir da jetzt raus? So. Da ist das Fenster, aber. Nee. Gibt es hier noch eine andere Kiste oder irgendwas? Oder was ich ziehen kann? Kann ich auch nichts öffnen. Da oben ist die Kiste. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Ah, cool. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Hier ein bisschen weiter weg. Okay, jetzt können wir die wahrscheinlich schieben, ne? Ja. Schieben wir! Na gut. Oh, ich hoffe, wir schaffen das, ey, bevor die anderen kommen. Kann ich die nicht irgendwie drehen oder so? Nee.
Kann ich hier nicht irgendwie um die Kurve? Ah, okay, so geht's, oder? Naja, das ist von der Steuerung her ein bisschen Quälerei, was ich hier gerade mache, aber ich denke mal, wir kriegen es gleich hin. So. Nee. Hä, lenkt immer irgendwie. So, komm, komm, komm. Schieb schon richtig. Jo, super. Okay, dann klettern wir mal rüber. Heieiei. Ich hoffe, die beiden haben noch mal ein bisschen Glück und müssen nicht immer nur laufen und abhauen. Gerade der Kleine muss ja irgendwann mal was essen. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Fremdlinge! Oh nein, schnell, schnell! Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit, sie kommt! Sie wird nicht halten! Nein, nein! Hab ich doch gesagt! Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Amicia, komm her, auf diese Seite! Da bist du ja! Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht, ich werde sie herunterholen. Pass auf! Ja. Toll jetzt. Na los, komm schon! Achso. Ich dachte schon, der Kleine macht da nichts. Hier, gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler, du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht, nicht ohne Laurentius. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schreibt euch fort! Ruf die anderen und sperrt die Straße! Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle zurückschicken! Die kommen hier nicht lebend raus! Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Hä? Gucken. Alter, ich hasse das ja, ey. So, dann wechseln wir mal. Ich hab was gehört. Nicht bewegen. Pass auf dich auf, die kleinen Teufel könnten überall. Schlag da rein! Alter, warum hatten wir uns jetzt gesehen? Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir da. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen. Nein, Amicia, deine Schleuder macht zu viel Lärm. Du hast recht. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier ist? Was war das für ein Geräusch? So, er geht da lang. Wir gehen jetzt hier hin. Ich glaube, die Idee mit dem Gestrüpp war schon gar nicht schlecht, aber wahrscheinlich war die Richtung falsch. So, mal wechseln. Pass auf, die Ratten können überall sein. Ich hoffe, das hat geklappt. Absolut nichts. Das macht einen noch ganz verrückt. Nein, nicht schon wieder. Hier!
Was jetzt? Ich weiß nicht. Wir sitzen in der Falle. Oh nein! Schnell, bitte! Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell! Sie wissen, wir sind hier! Nein, sie klemmt! Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Los, komm, mach, Junge. Das ist ein Brettertor. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich schaff's. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was. Komm. Ja. Oh, alter Schwede, ich... Das erhitzt aber den Blutdruck. Eine Sackgasse, wir sind erledigt. Hier entlang, habt keine Angst. Kommt rein. Oh, danke. Hüter, die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Oh, das ist nett. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Weihrauch. Das riecht wie zu Hause. Mutter hat das auch verwendet. So. Hier müsste eine Truhe sein, ne? Oder? Ach, da ist die Truhe. Gott, wie schon blind. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo! Wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte! Oh nein, jetzt läuft der Kleine weg. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi... Was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Okay, das ist schon mal super. Gut, ich hab das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Oh Mann, gut, dass sie uns geholfen hat, sonst hätten wir ein richtiges Problem gehabt. Das Leder, genau, wo ist denn das Leder? Achso, Leder hat sie ja gesagt, ist draußen, ne? Oder? Leder. Gut, dann an die Arbeit. Okay. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Halte gedrückt, um deine Schleuder zu reparieren.
Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Ah. Was haben wir denn hier? Bänder. Tasche. Nicht genug Material. Verringer die benötigte Zeit, Präzision, Amiga tauscht zu uns schleudern. Und fehlen tut uns. Siebenmal das davon. Kuriositäten, okay. Gut, ich sollte mich bei Clavier bedanken. Du kannst jederzeit E drücken, um das Herstellungsmenü zu öffnen. Okay. Was ist das? Weihrauch und Kräuter. Alche müssen wissen bereits, was die Leute zu ahnen beginnen. Das Böse existiert nicht nur in dem Körper der Infizierten, es umgibt sie auch. Aus diesem Grund hält die Bevölkerung auch die Luft, deren Gestank die krankheitsregenden Stoffe und damit auch die Pest selbst ankündigt. Für einen Auslöser der Seuche, um das große Böse abzuwehren, reinigen sie die Luft deshalb durch Verbrennen von Kräutern und riskieren dabei, dass ihr ganzes Viertel in Flammen aufgeht. Wow, das ist ja nett. So, dann gehen wir mal hin. Kann ich die Tür nicht schließen hier? Nö. Nicht, dass der Kleine abhaut oder so. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clavi. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf! Sei still! Kinder, macht nicht so viel Lärm! Ich will zu Mama! Sei still! Du bringst uns doch um! Mama würde uns beschützen! Genug jetzt! Ich will zu Mama! Mama ist tot, Hugo! Du siehst sie nie wieder! Papa auch nicht! Amicia! Du, das war hart. Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still! Du lügst! Ich hasse dich! Bitte hört auf! Hugo, nein! Hugo, warte! Nicht rausgehen, das ist doch verrückt! Oh nein, jetzt ist er abgehauen. Hugo, komm zurück! Ich hoffe, ich kann ihn noch finden. Was macht er denn? Ja. Oh nein, er wird uns noch umbringen! Okay. Hugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Ja, verständlich, dass der Kleine da einen Schock kriegt. Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu. Es tut mir leid. Oh nein, nein, nein. Nein, lasst ihn los. Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet, wir wollen hier nur weg. Ja, ihr werdet verschwinden. Und das... Ich wollte das nicht. Amicia, Amicia. Hugo. Oh Gott. Aber er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Lass mich los! Ah, lass mich los! Hör mit der Zappelei auf! Wir warten noch auf deine Schwester! Oh mein Gott! Hugo! Na endlich! Ja, ich muss hier irgendwie rein, ne? Okay. Wie komme ich jetzt hier rein? Über die Mauer? Eigentlich müsste ich doch hier rüber klettern können. Ah, alles klar. Amicia! Amicia! Du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Ich werde mit dir anfangen.
Warum musst Nein. du hier herkommen? Bitte! Was soll mich etwa umbringen? Gegen die Rüstung zu schießen ist es Sinnlos. Ich bin ein wenig eingerostet. Du bist ganz... Schnell! Bitte! Ich will das nicht! Lass uns gehen! Zu spät! Du entkommst mir nicht! Früher oder später! Okay, da muss ich ein bisschen schneller werden. Scheiße. Alter, ein Schlag hat gereicht. Übel, übel. Aber wir wissen jetzt, wie es geht. Ich bin ein wenig eingerostet. Müssen ein bisschen schneller gehen. Okay. Bitte, ich will das nicht. Lass uns gehen. Zu spät. Komm schon, Konrad. Zeig ihnen, wozu du imstande bist. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Ja, das stimmt. Alter. Es kann doch nicht sein. So, jetzt aber, komm. Alter, was hat er denn für Leiden, ey? Alter Schwede, ey. Der Typ ist ja wahnsinnig. Scheiße. Aber wir haben es fast geschafft. So. Komm, ein letztes Mal hier. Wenn ihr wohl den Typen platt machen könnt. Der Junge in Sicherheit. Ja, komm. Super, super, weiter. Ich werde dir zeigen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Ja, los, komm, komm. Schlag zu. Imstande bist. Nur drei Steine habe ich noch. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Ja, das ist echt ein übler Gegner, ja. Keine Angst vor dem Tod. Du hast mir
alles genommen, was ich hatte. Alter, der dreht ja richtig durch. Das reicht. Bringen wir es hinter uns. Ja, weiter so. Nur der Tod kann mich aufhalten. Die süße Umarmung des Todes. Ja, bring mich wieder zu meinem Sohn. Na los, mach schon. Alter, was willst du bei so einem Wahnsinnigen machen, ey? Den kannst du ja nur einen von den Murmel hauen. Alter, war das ein Krampf, ey. Boah. Heftiger Scheiß, ey. Wow, 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 wow. Amicia! Der war ja richtig am Durchdrehen. Du hast ihn getötet. Oh, der Kleine, der tut mir echt leid. Der muss so viel Scheiße durchmachen. Aber okay, sie hat hier sein Leben gerettet. Geltung.